Hallo. Ja, wir wollten uns einmal kurz vorstellen, um dann mit euch, ja, euch so ein bisschen was zu berichten aus unserem Alltag mit Jugendlichen. Ich bin Simone Stojan, ich bin bei den Grünen jetzt seit über 3 Jahren, bin Vorsitzende des Kreisverbandes Lübeck und ich bin in meinem Beruf Psychologin, arbeite mit Jugendlichen. Und wir wollten uns, ja, wir würden mich gerne heute mit Andreas darüber unterhalten, wie wir das so erleben gerade mit unseren Anvertrauten. Ja, und ich bin Andreas Schulze. Ich bin seit 2 Jahren, ein bisschen mehr als 2 Jahren bei den Grünen. War mal kurzzeitig mit dir zusammen Vorsitzender der Grünen und bin dann aber aus familiären Gründen wieder ein bisschen ins eine Reihe zurückgegangen. Ja, ich bin Lehrer an der Baltikschule hier in Lübeck und ja, erlebe das natürlich hautnah, was mit den Kindern da so in der Schule los ist. Oder eben doch nicht gerade in der Schule, sondern zu Hause. Als das so losging, hattest du da das Gefühl, dass die das eher als Entlastung erlebt haben, nicht mehr zur Schule zu müssen? Oder wie war das da? Also ich glaube, als es losging, das war ja unwirklich eigentlich, ne? Hm. Also das war so eher das Wort von den Corona-Ferien und das war alles spaßig und so. Also da war der Ernst der Lage, war, glaube ich, noch gar nicht so klar. Das kam erst danach. Hm. Und so nach und nach, und dann ging es ja in diesen Lockdown, die Schulen wurden dicht gemacht und dann diese Osterferien und dann haben die Schüler sich 5 Wochen lang nicht gesehen. Und ich glaube, das hat dann doch schon dazu beigetragen, dass den Schülern durchaus auch bewusst ist, das ist irgendwie eine ernste Situation. Wie alt sind deine so? Ich habe ja alles von 5. Klasse bis 13. Klasse. Mhm. Meine Klasse ist eine 5. Klasse, ja, da merkt man das schon noch ein bisschen eher, ne, was so die Ängste sind und wie die sich so verhalten. Die sind ja auch noch ein bisschen zutraulicher und erzählen noch ein bisschen mehr, so wenn man sie dann trifft. Ja. Und hat sich das jetzt, also hat sich im Kontakt zu denen was verändert? Wie ist da dein Eindruck? Genau, also Kontakt, das ist ein schönes Stichwort. Also man hat gar nicht zu allen Kontakt, das ist das große Problem. Also Okay. meine Schule ist jetzt ja nicht gerade, oder sagen wir mal so, ist eher in einem schwierigeren Stadtteil, nämlich in Bunte Kuh. Und dort die Kinder zu erreichen über zum Beispiel digitale Hilfsmittel ist nicht immer gegeben. Also nicht jede Familie hat ein Endgerät zu Hause und kann das. Wir versuchen das natürlich über Skype-Konferenzen, dass einmal die Woche so ein Klassengefühl aufkommt und versuchen da so eine Klassenlehrerstunde zu machen, wo jeder mal reden kann. Aber da nehmen zum Beispiel ungefähr nur die Hälfte der Schüler da überhaupt dran teil. Krass. Und ansonsten versuchen wir über E-Mail, über Anrufe die Kinder zu erreichen. Und das, ja, also ein Drittel ungefähr kriegt man gar nicht erreicht. Das ist das große Problem. Da wissen wir fast gar nicht, was da los ist. Also bei mir im Job war das auch ähnlich. Also gerade am Anfang war das so, also die, mit denen ich arbeite, sind so 14 bis 19. Und am Anfang war viel gar nicht mehr der Fokus auf die eigenen Probleme, sondern es ging nur um Corona. Also wie wird das alles? Es macht mir Angst. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich selber hatte das ja auch. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, das betraf nur die Jugendlichen, sondern das war wirklich ja etwas, was für uns alle eine Herausforderung war, irgendwie auch im Alltag selber die eigene Angst irgendwie im Griff zu behalten. Und ich hatte das Gefühl, dass die psychische Gesundheit grundsätzlich für darunter gelitten hat, dass man diesem Szenario ausgesetzt war, was überhaupt nicht überblickbar war. Gerade am Anfang fand ich das ganz schwierig. So langsam habe ich das Gefühl, es beruhigt sich so ein bisschen, auch bei den Jugendlichen, aber am Anfang war das wie so eine Schockstarre. Man hat so von Tag zu Tag geguckt, war mein Eindruck. Und dadurch war es war gar nicht so ein Arbeiten am therapeutischen Prozess möglich, fand ich, obwohl die Belastung hoch war. Das hatte ich auch so. Also ich gehöre selber auch zur Risikogruppe und lebe im Haushalt mit zwei anderen Menschen, die auch noch der Risikogruppe angehören. So, wir hatten uns ja also völlig eingeigelt quasi. Und das stand aber so im krassen Widerspruch auch zu dem, was man eigentlich so draußen dann tatsächlich erlebte. Also es war in Lübeck ja Gott sei Dank, muss man ja sagen, gar nicht so schlimm. So, also momentan haben wir, glaube ich, sogar gar keinen Infizierten mehr, wenn ich das richtig gelesen habe. Also es waberte immer so eine Angst vorbei so und war nicht zu greifen und ja, schwierige Situation, auch hier bei mir in der Familie. Und hast du,
Wurde das irgendwie thematisiert, auch unter den Schülern, oder war das Arbeiten an Material möglich? Also an Schulmaterial, oder hatten die gar nicht im Kopf dafür auch? Schwierig zu sagen. Also ich kann es nur von denen sagen, die wir dann regelmäßig auch in diesen Konferenzen dann sehen. Da ist es eigentlich weniger Thema so. Also die Kinder, ja, ich weiß nicht, ob sie, weil sie noch so jung sind, vielleicht das auch gar nicht so richtig die große Gefahr erkennen. Also es beeinflusst natürlich ihr Leben, weil sie sitzen die meiste Zeit alleine zu Hause. Irgendwas ist anders, das ist schon klar. So. Mhm. Aber richtig drüber reden wollten sie nicht. So. Also, nee, kann ich nicht sagen. Und hast du den Eindruck, dass sich so Kinder oder Familien, die schon belastet waren, also wenn du das so mitgekriegt hast, dass sich das eher noch verstärkt hat? Oder also könntest du das irgendwie einschätzen? Ja, also das merkt man ja bei der Arbeit mit den Kindern. Also da, wo es sowieso immer gut läuft mit den Kindern, die immer fleißig ihre Aufgaben machen und so, da läuft das auch nach wie vor und da sind auch die Eltern hinterher und kümmern sich und machen sich und drucken aus und schicken hierhin und schicken dahin. Das ist übrigens auch für die Eltern eine wahnsinnige Belastung, dieses Homeschooling. Nicht nur für die Kinder, sondern auch gerade für die Eltern, wenn du mehrere Kinder hast. Aber gerade bei den Schülern, wo man wirklich Probleme sieht, schon jetzt auch für die Zukunft, da funktioniert das fast gar nicht. Also da kriegt man weder Rückmeldungen, also wir haben inzwischen ja so ein neues System von der Stadt bekommen, wo man die Aufgaben einstellen kann auf eine Plattform und so. Mhm. Also A, können die Schüler kaum darauf zugreifen, weil sie eben keine Geräte haben, oder sie sind mit mehreren Kindern zu Hause und teilen sich ein Gerät und da kommt kaum was zurück. Und ja, das ist, glaube ich, richtig schwierig. Und ich glaube, die Schüler verlieren richtig viel Lernzeit, ja. Und jetzt so Prüfungen und sowas, hat das denn in der Stufe stattgefunden? Weil das hatte ich bei unseren sozusagen Patienten, war das so, dass sie zum Teil jetzt auf einmal dann relativ kurzfristig erfahren haben, dass sie dann doch Prüfungen haben und manchmal ja auch Prüfungsängste haben und Ähnliches. Für die war das eine völlige Überforderung aus dieser Angst, die sowieso Corona gemacht hat, dann auf einmal zu hören, jetzt soll ich mich voll konzentriert 3 Stunden an der Klausur setzen oder eine mündliche Prüfung, das war für viele überhaupt nicht denkbar. Ja, da kann ich es nur von den Abiturienten erzählen, weil ich da einen Abiturjahrgang auch eine Klasse betreut habe. Es war ein bisschen schwierig, weil einmal ja Frau Prien ja die große Ankündigung machte, wir machen hier kein Abitur in Schleswig-Holstein. Mhm, genau. So, und alle, ja, so, ne, und legten die Hefte beiseite. Und dann irgendwie 2 Tage später alles wieder zurück. So. Also das war schon mal einmal so ein Hin und Her. Und dann war aber ziemlich schnell klar, dass sie tatsächlich Prüfungen schreiben werden und haben sich auch vorbereitet. Aber viele haben einfach so Schicksale auch in den Familien, also wo tatsächlich welche an Corona erkrankt sind, die sich nicht vernünftig vorbereiten konnten zu Hause. Psychischer Druck tatsächlich. Also wir haben einen Schüler, der saß in der Schule und heulte während der Abiturprüfung. Ne? Genau. Also, das ist echt ein großer Druck, der da auf den Schülern lastet. Und überhaupt gar keine vergleichbaren Bedingungen. Also ich finde dieses Abitur dieses Jahr, also so schön das ist, dass das irgendwie durchgekommen ist, aber es ist überhaupt nicht vergleichbar. Also ganz schwierige Bedingungen, gerade für Schülerinnen und Schüler, die nicht das Elternhaus haben, was da komplett hinterher ist. Ne? Ja, und auch selbst wenn, glaube ich, wird total unterschätzt, wie viel Konzentration wegfällt, allein, dass du dich die ganze Zeit mit diesem, im Hintergrund läuft das Szenario ja mit von Corona und das hatte ich, inzwischen geht es wieder, aber ich finde schon, dass am Anfang hatte ich das Gefühl, ich bin total erschöpft, obwohl ich nichts gemacht habe. Also das fand ich schon eindrücklich, wie viel Kraft es doch dann psychisch kostet, sich die ganze Zeit so abzupuffern, diese Gefahr, die dann auch da war und dass dann, wie du sagst, auf einmal eine Leistung erbracht werden soll, die ja nun wirklich nicht ohne ist. Du musst dich vorbereiten mit dem Lernen, du bist dann zu Hause, kannst dich auch nicht groß ablenken, weil du nicht raus darfst und dann sollst du in die Schule und dann da Höchstleistung abliefern. Finde ich schon, also das habe ich mich auch gefragt, wie man das bewerten kann überhaupt auf Dauer. Oder?
einordnen. Ja, auch die Prüfung ja an sich, also wie die geschrieben wurde, ne? Also du musstest relativ früh kommen, weil du ja dann am Eingang musstest du dich desinfizieren, dein Name wurde eingetragen, du hattest einen festen Sitzplatz, du wurdest über bestimmte Gänge geleitet, du durftest nur zu bestimmten Zeiten auf Toilette gehen. Ja. Also Wahnsinn, du durftest keinem begegnen. Also ganz komische Bedingungen während des Abiturs. Ja. Und ich frage mich ja so langsam, also dadurch, dass es jetzt ja gerade so ein bisschen ruhiger wird, was es brauchen wird für also Jugendliche oder auch die etwas Jüngeren, die du ja auch hast, um wieder in so einen Alltag hineinzufinden. Also wenn, ich hoffe jetzt mal nicht, dass es jetzt in 2, 3 Wochen wieder ganz schlimm ist, aber das weiß, wissen wir alle nicht. Nur, ja, hast du eine Idee, was die bräuchten? Naja, erstmal ist es schwierig, in den Alltag überhaupt wieder reinzukommen, weil das, was nachher in Schule passieren wird, ist ja nicht das, was Regelunterricht sein wird. Also wir werden das jetzt ab der Phase 4, die sogenannte Phase 4, die da kommt, da werden dann meine Schülerinnen und Schüler auch wieder in die Schule kommen, aber eben nicht eine Woche lang, sondern sie werden einen Tag oder 2 Tage kommen und den Rest werden sie ja weiterhin zu Hause arbeiten müssen. So, weil die ganzen Hygienemaßnahmen und Abstände halten und so, das ist ja natürlich weiterhin in Kraft. So. Ich glaube, sie brauchen da tatsächlich irgendwie so eine psychologische Begleitung, sei es Schulpsychologen, die wir ja Gott sei Dank an der Schule haben, wenn auch nicht genug. Es kann ja immer mehr sein. Schulbegleiter sind ja auch da. Also da muss irgendwie tatsächlich ja ein Angebot geschaffen werden. So. Unsere Schulpsychologen sind natürlich auch so schon gut beschäftigt. Also ich weiß nicht, ob die das auch noch zusätzlich stemmen können. Ich würde es mir sehr wünschen. Ja. Ja, weil ich befürchte nämlich, also ob man die sind nun wirklich ausgelastet, aber ob man wirklich präventiv nicht zusätzlich was installieren müsste, um ja, also eigentlich allen in irgendeiner Form was anzubieten, um das aufzuarbeiten. Weil ich glaube nämlich auch nicht, egal ob die Bedingungen dann so sind, mit du sagst ja nur teilweise da sein und ähnliches oder zeitversetzt oder sowas. Auch das macht ja auf Dauer was mit Menschen, wenn sie so auf Abstand miteinander umgehen sollen. Also das, und irgendwie wird das alles nicht begleitet, auch weil das ja das erste Mal ist, dass wir alle in dieser Situation sind. Aber ich glaube, die Folgen davon, die werden wir halt langfristig irgendwann erst sehen. Also ob das nun der Bildungsfortschritt der einzelnen Jugendlichen ist, das mal dahingestellt, aber auch wirklich, ich glaube, wirklich auch in der psychischen Belastung, was Ängste angeht und sowas, das wird erst noch kommen. Und ich würde mir so wünschen, dass man da eher präventiv drauf irgendwie jetzt reagiert und sich überlegt, wie kann man irgendwie Projekte im Schulunterricht dazu machen, kann man einfach mit denen sich Zeit nehmen und darüber sprechen, wie die das erlebt haben und sich austauschen. Also das kann ja auch schon viel bewirken, glaube ich. Das finde ich eigentlich gut. Vielleicht kann man sogar den Bogen noch größer schlagen, also wenn man auch mal in die Zukunft denkt irgendwie. Also ich glaube auch, dass zum Beispiel die Lehrerausbildung komplett verändert werden muss. Also momentan liegt der Schwerpunkt ja auf der fachlichen Ausbildung. Ist auch gut, dass das so ist. Aber das, was man an Psychologie irgendwie in einer Uni gelehrt bekommt, das ist damit kann man mit solchen Situationen eigentlich nicht gerecht werden. So, und das würde ich mir eigentlich wünschen. Weil wir haben bei uns an der Gemeinschaftsschule ja die Möglichkeit, wir haben ja sowas wie Klassenrat und so, wo man Probleme besprechen kann. Und das haben wir einmal die Woche. Und ich würde mir wünschen, dass ich da sehr viel kompetenter irgendwie auftreten könnte. Aber ich bin halt kein Psychologe. Das ist das große Problem. So, ich glaube schon, dass ich empathisch bin und auf die Probleme auch eingehen kann. Also sonst wäre ich, glaube ich, falsch in meinem Beruf. Aber ich bin kein Psychologe, das muss ich immer wieder dazu sagen. Ja, oder ob man da sowas macht wie Kooperationen. Ne? Also weil wir sehen ja auch jetzt in der psychiatrischen Versorgung, dass wir zunehmend nicht nur aus Familien, die sowieso eine hohe Belastung haben, Jugendliche und auch Kinder haben, die einfach nicht mehr können, auch weil die Eltern natürlich an die Grenze kommen mit der Situation. Das ist ja alles so nachvollziehbar. Und entweder da muss sich das Gesundheitssystem anders aufstellen, also um das aufzufangen, das glaube ich schon. Und was du gerade nochmal sagtest, es sind auch nicht alle mit digitalen Endgeräten ausgestattet, auch das ist ja was, also man lässt ja Leute einfach zurück. Ja. Wird dann irgendwie eine Lernstrategie jetzt umgesetzt, die einigermaßen irgendwie funktioniert, aber was passiert auch mit denen, die jetzt gar nicht erreicht werden. Ne? Also das ist so das, was glaube ich dann, das wird Arbeit kosten einfach, glaube ich. Das wird richtig Arbeit kosten und eigentlich ist nur mit zusätzlichem Personal, glaube ich, zu schaffen. So. Also es ist ja, also wir schaffen es ja selten, tatsächlich ja Rückstände irgendwie tatsächlich aufzuarbeiten mit schwachen Schülern, so. Sondern wir versuchen ja nur die Rückstände nicht noch größer werden zu lassen. So, ne? Das ist so, dass
Und ich glaube, diese, wie lange sind sie jetzt nicht mehr da? 8 Wochen oder so? Das hinterlässt eine riesige Lücke. Also das wird schwer sein aufzuholen. Ja. Ja, und da wäre für mich die Frage, ob man dann auch einfach mehr Gelassenheit an das Schulsystem heranlegen müsste als Maßstab. Dass man gar nicht, genau wie du gesagt hast, mit den Abiturprüfungen, dass die Leistungen eigentlich gerade völlig schwer einschätzbar sind. Auch gerade, also nicht nur von denen, die das gerade nicht leisten können, aber auch von den anderen. Du wirst ja so einen Unterschied haben in der Lernleistung aktuell. Also ich glaube, da müsste man tatsächlich irgendwie mal ran. Also wir reden ja seit Jahren darüber, mal die Lehrpläne zu entrümpeln. Mhm. Und das wäre, glaube ich, tatsächlich eine Möglichkeit, wo man jetzt wirklich mal sich hinsetzen könnte und mal gucken, was braucht man tatsächlich noch für die Ausbildung. Ja. Hin zu Klasse 9, Klasse 10 oder dann zum Abitur. Und ich glaube, da könnte man tatsächlich einiges rauswerfen, was man da so noch drinstehen hat. Das könnte irgendwie eine Zeit schaffen, wo man dann, oder die Zeit, die man dann mehr zur Verfügung hat, um die Rückstände tatsächlich aufzuholen. Ja. Also, weil ich glaube, es wird ja nach den Sommerferien erstmal so weitergehen. Das so, mit einem Tag in der Schule und 4 Tagen zu Hause arbeiten, da schafft man ja auch nicht wirklich viel. Das ist so. Also zumal ich jetzt nicht der Meinung bin, ich müsste meine Schüler irgendwie so mit Aufgaben überfrachten, so, sondern die haben echt genug zu tun zu Hause. Ja. Und versuche mal so ein, zwei, drei Aufgaben für die Woche, so dass sie irgendwie so einen Rhythmus haben, die sie auch dann bis Freitag wieder abgeben müssen. Und das haben sie ja in allen Fächern ja auch noch. Und dann alleine zu Hause, weil die Eltern auch arbeiten gehen. So. Also, ja. So, also da geht viel, viel Stoff eigentlich verloren. So, ich schaffe natürlich einen Bruchteil von dem, was ich dieses Halbjahr hätte schaffen müssen. So, und das zieht sich ja bis ins nächste Schuljahr. Also meine Prognose ist, dass man da so vielleicht wahrscheinlich tatsächlich irgendwie ein ganzes Schuljahr letztendlich verliert über die ganze Zeit. Ja, dann ist ja wirklich die Frage, ob man das stoppt. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob sowas möglich ist zu sagen, also alle wiederholen sozusagen, außer die, die jetzt ihre Prüfung gemacht haben, auch auf das. Aber gut, das sind dann so Utopien wahrscheinlich, aber... Aber ich glaube auch so, dass wir langsam anfangen müssen, uns zu überlegen, wie diese Rückkehr sein kann und welches Konzept wir dafür brauchen, dass alle damit gut zurechtkommen und nicht, man nicht so, ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, alle wollen wieder dahin, wie es vorher war und denken, das geht relativ fix jetzt, aber das glaube ich einfach nicht. Und das ist, glaube ich, was auch nochmal eine Auswirkung haben wird, wenn die Menschen merken, dass das nicht so schnell wieder geht. Nee, der Unterricht wird auch nicht mehr der sein, der vorher war. Also dazu ist tatsächlich ziemlich viel passiert. So, ne? Also es gab jetzt irgendwie so einen Digitalisierungsschub innerhalb von kürzester Zeit, den ich mir so nicht hätte vorstellen können. Ja. Also mit Mal war alles möglich tatsächlich. Und man musste sich ja irgendwie, man musste Videos drehen oder man musste so eine Plattform schaffen und man musste jetzt mit den Schülern darüber kommunizieren und so. Es ist nicht mehr, der Tafelunterricht wird es nicht mehr so sein. So, ja. Also deswegen wird Schule auch nicht mehr so sein, wie sie früher war. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Okay. Gut. Ja. Sind wir uns ja eigentlich einig. Alle sind hochbelastet und brauchen mehr Unterstützung. Ja, aber ich habe das Gefühl, keiner kümmert sich darum. Es ist ja auch in Familien, wo es gut läuft, ist ja die Belastung sogar hoch. Total. Es ist ja nicht so, dass die da sitzen und alle happy sind oder so. Da ist natürlich die Belastung hoch. Und ja, es ist auch so ein Spagat irgendwie zwischen, also ich würde mir auch wünschen, dass es wieder mehr Lockerungen gibt und dass man sich wieder freier bewegen kann und dass ich raus kann in den Park und sonst wo und ins Kino, um irgendwie Ausgleiche zu haben. Aber das ist halt nicht momentan so. Ne? Das ist schwierig und das ist auch für uns hier eine Belastung. Und ja. Es ist halt ein richtiger Ausnahmezustand. So. Und das wird einfach Auswirkungen haben. Und ich hoffe einfach, dass alle da gut aufeinander gucken und dass es dann nicht wieder heißt, es scheitert irgendwo am Geld. Und würde ich mir jedenfalls wünschen, dass man da für die psychische Versorgung ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Ja. Gerade der Jugendlichen. Ich meine, die haben den ganzen Weg vor sich. Also sehr schön. Und vielleicht auch an der Schule mal ein Auge zudrücken. Das wäre sehr schön. Guti. Okay. Soweit. Dann hoffe ich, du bleibst gesund. Du auch. Und vielen Dank für das Gespräch. Danke dir auch.